Wir sprechen Klartext vom Harz bis an das Meer. Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, es freut mich heute hier an diesem Ort sprechen zu können. Das hier ist ein wichtiger Ort für den nationalen Freiheitskampf. Ich glaube, unsere russischen Kameraden würden das wahrscheinlich verstehen, wenn ich jetzt sage, Narodna Borba za Slobodu Jedinstvo je naša sudbina. Der Volkskampf für Freiheit und Einheit ist unser Schicksal. Und ich bin überzeugt davon, dass wir unser Schicksal erfüllen müssen, unseren Kampf für Freiheit, Souveränität und Einheit weiter fortzuführen. Denn unser Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Es gärt hier überall in Europa. Und wir haben ganz am Anfang der Veranstaltung haben wir ja diese Anleihen an die germanische Mythologie gehabt. Wir wissen ja, wer die Edda gelesen hat, die drei Nornen, Urd, Verdandi und Skuld, knüpfen, weben unser Schicksal. Und wir müssen unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart erkennen, damit wir auch die Zukunft erkennen. Und Rheinland-Pfalz ist ein Kunststaat, der durch französische Besatzungsmächte eigenmächtig durch eine Unterschrift geschaffen wurde. Und jahrhundertelang war gerade die Pfalz eigentlich so das Kerngebiet des Deutschen Reiches. Deswegen wollten auch andere Feinde des Reiches dieses Gebiet immer erobern. Aber das Schlimmste war immer, dass es in Deutschland immer wieder eben auch Volksverräter gab, die an der Spitze des Staates standen. Und wir erleben das daran, dass beispielsweise eine Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor einigen Jahren noch den Platz der Mainzer Republik feierlich eingeweiht hat und damit erinnert hat an die Leute, die in Mainz einen Kunststaat schaffen wollten, um eines Tages wieder an Frankreich angeschlossen zu werden. Und heute haben wir diesen Volksverrat in der Gestalt, dass eben diese Truppenpräsenz der Amerikaner von keiner Partei, die im Deutschen Bundestag sitzt, wirklich offensiv angesprochen wird, auch nicht im Mainzer Landtag. Das ist bedauerlich und wir müssen uns hüten, davon zu denken, wenn die Medien von einer neuen rechten Gefahr sprechen, dass das wirklich eine Gefahr für dieses System ist. Wir müssen sehen, dass der imperiale Kapitalismus ganz genau weiß, wie er die Völker in Schach halten kann und wie er seine Macht ausbauen kann. Und ich habe vor einigen Jahren in einer Ausgabe von Volk in Bewegung, aber auch in der Deutschen Stimme vor dem Trump gewarnt. Das ist meiner Ansicht nach so der neue Roosevelt. Da fallen viele Patrioten drauf rein. Und wenn wir jetzt sehen, wie Netanyahu beispielsweise gegen den Iran hetzt, dann ist klar, dass hier neue Kriege im Nahen Osten vorbereitet werden. Und wenn wir hier die Geschichte sehen, man hat ja immer wieder historische Beispiele, dass eben Vorfälle konstruiert werden, um eben US-Kriege herbeiführen zu können, dann müssen wir gewarnt sein. Und in der Gegenwart ist es nun so, dass wir hier vor einer Völkermordzentrale stehen von Rammstein, sind völkerrechtswidrige Angriffskriege geführt worden. Und diese Kriege haben auch ganze Regionen im Nahen und Mittleren Osten destabilisiert, ob das jetzt Afghanistan ist, ob das Libyen ist, ob das jetzt in Syrien und im Irak ist. Und das hat natürlich auch einen Hintergrund, denn einerseits konnte die Mittelmeerunion, die Leute wie Sarkozy wollten, aufgrund des libyschen Widerstands nicht umgesetzt werden. Man wollte ja bis 2010 eine gemeinsame Union aller Mittelmeeranrainerstaaten. Das ist aber verhindert worden und deswegen hat man so etwas wie den arabischen Frühling auch eben provoziert. Da gibt es dann auch Beispiele, Parallelbeispiele zu den Ereignissen, die wir in der Ukraine gesehen haben mit der Orangenen Revolution. Und es ist ganz klar,
mit der Schwächung des arabischen Nationalismus ist auch dieses Bollwerk vor diesen Menschenmassen aus Afrika weggefallen. Und es gibt auch einen ganz klaren Profiteur von diesen Verhältnissen, und das ist Israel. Und das müssen wir ganz klar benennen. Wenn wir uns heute gegen US-Imperialismus stellen, müssen wir auch ganz klar sehen, wer einer der größten Nutznießer dieser Militärpräsenz weltweit ist. Und das ist eben nun mal der internationale Zionist. Und wir haben hier in Ramstein die Zentrale für den Drohnenkrieg. Und es ist bezeichnend, dass Rheinland-Pfalz in der US-Militärarmee eine Bezeichnung ist für 24 Garnisonen. Ja, also Rheinland-Pfalz ist nicht nur der größte Flughafen und die größte Landebahn der NATO, sondern ist sogar eine Bezeichnung für Dutzende Militärstandorte. Und wir müssen das eben überwinden, und wir haben diese historische Aufgabe, denn sonst werden deutsche Soldaten für zionistische Interessen bluten müssen. Und das müssen wir verhindern, das müssen wir offen ansprechen, auch gerade heute am 3. Oktober. Und wenn wir in die Geschichte zurückgehen, der Grund für den Untergang der DDR, das war ja auch, dass die eben pleite war und dass die Sowjetunion diese Schulden nicht mehr begleichen konnte. Und solche ähnliche Konstellationen haben wir heute auf europäischer Ebene innerhalb der Europäischen Union. Ob es den Euro in 10 Jahren noch geben wird, dafür würden, glaube ich, hier die wenigsten Teilnehmer noch ihre Hand ins Feuer legen. Das weiß man nicht. Und aus diesem Grund haben wir heute diese Flüchtlingsmassen, weil eigentlich hätten die ja alle nach dem EU-Recht in Griechenland, Italien oder Spanien bleiben müssen. Doch um diese Südperipherie noch in Europa zu halten, wurden die Flüchtlinge nach Mitteleuropa gelenkt, und damit sind die alten antideutschen Kriegspläne, da kann man ja alle nachlesen, Kaufmannplan, Hutenplan und so weiter, werden hier jetzt umgesetzt. Das ist alles von langer Hand geplant. Man hat auch diese Menschenwanderungen auch hier in Rheinland-Pfalz lange geplant. Man hat ja 2011 nach der Landtagswahl hier ein Ministerium für Integration und Migration geschaffen, und man hat hier entsprechende Zentren aufgebaut, und das war zielgerichtet. Hier gibt in der Politik gibt es keine Zufälle, und ich sage es noch einmal, gerade hier in Ramstein haben wir eine Bedrohung der nationalen Souveränität, wir haben eine Bedrohung des Friedens, und wir haben auch eine ökologische Bedrohung, was hier nur am Rande erwähnt wird, denn die Flugzeuge lassen Kerosin ab und mit dem Löschwasser, das benutzt wurde, wurden hier viele Quadratmeter deutschen Bodens unwiderruflich verseucht. Und das Problem haben wir auch in Spangdahlem in der Eifel, und das Problem haben wir auch in anderen Gebieten in Westdeutschland. Und die Zerschlagung aller US-Kriegsbasen in Westdeutschland muss das primäre Ziel aller Nationalisten in Deutschland sein. Und ich bin hoffnungsfroh, dass es einen Bewusstseinswandel im deutschen Volk geben wird. Denn diese Politik, so wie sie läuft, ist nicht mehr haltbar. Und wir erleben das jetzt, dass diese durch diese Massenzuwanderung natürlich ein Umdenken kommt. Man erkennt das Symptom, man erkennt aber noch nicht die Ursache. Und da gibt es natürlich dann auch den Vergleich mit der Geschichte. Das römische Imperium konnte auch jahrhundertelang existieren, weil die Römer so schlau waren, ihre Truppen nicht auf den zentralen Märkten und Plätzen zu stationieren, sondern ein bisschen auswärts. Und das sehen wir hier auch. Und viele von uns haben ja wahrscheinlich auch in ihrem Bekanntenkreis die Debatte. Ja, warum seid ihr denn gegen Amerikaner? Das sind doch unsere Freunde. Oder die bezahlen doch hier die Mieten und die stören keinen, liebe Freunde. Unser Gegner sind nicht die einzelnen Amerikaner, und unser Gegner ist eigentlich auch nicht die USA an sich, sondern es ist die US-Ostküste. Und wer dahinter steht, wissen wir, und wir müssen bestrebt sein zu verhindern, dass es hier in Europa nochmal zu Bruderkriegen kommt, so wie das vorhin ein Redner gut angesprochen hat, so wie der Bolschewismus Ausdruck einer fremden Rasse ist. So ist es auch hier der imperiale Kapitalismus, und
so werden wir gezielt gegeneinander ausgespielt. Und das, diesen Mechanismus müssen wir erkennen und diesen Mechanismus müssen wir entschlossen entgegentreten. In diesem Sinne sehe ich hier froh in die Zukunft. Und dass hier immer mehr Menschen sich hier am 3. Oktober versammeln, ist gut. Funke jetzt, aber Flamme bald, in diesem Sinne.